Docking successful. So. Engines disengaged. Wir klappern vielleicht ein bisschen dagegen. Cooles imperiales Icon. So, dann wollen wir erstmal unsere Ware verkaufen. Ist zwar jetzt nicht der Mordsprofit, aber besser als nichts. Haben wir hier noch was loszuwerden? Vielleicht sollten wir das System noch etwas weiter kartografieren. So, Contacts. Die nehme ich dann mal mit. Wunderschön. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? Federation, Alliance und Pilots Federation. Ja, Pilots Federation gucken wir dann mal. Dann müssten wir jetzt mal gucken, was das nächste Allianz-Territorium ist. Allegiance. Oh Gott, da hinten. Das ist doch ewig weit weg. 150 Lichtjahre. Ah, das sieht doch besser aus. Ist zwar auch ewig weit weg. Aber es geht. Ich glaube, das wird eine länger zu planende Reise. Dann schauen wir doch mal nach dem nächstgelegenen Federation-Gebiet. Davon gibt es doch einiges mehr. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Vielleicht waren wir hier ja schon mal. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Khan! Grandios. So, was hat denn Cooles, ist hier das nächste. Was hat denn Cooles für eine Ökonomie? Industrial. Dann verkauft mir doch mal was, was ich an einen Industriellen weiterverkaufen kann. Ja, das nimmt jeder. Terraforming, Hightech Industrial. Superconductors. Cargo hold at maximum capacity. Ja, doch, nachtanken können wir ruhig auch. Huch. So. Dann wollen wir aber ja das System noch weiter scannen. Ship released. Engines engaged. Das können wir sogar von hier tun. Denn das bringt ja einiges ein, scheinbar. Das dann noch der Föderation verkaufen. Hua. Ja, ist der auch noch hier in Reichweite? Der Gerät. Schade. Frameshift Drive charging. Aber allzu weit entfernt kann er auch nicht sein. Wir sind der Station übrigens echt nah und sind trotzdem in der Lage gewesen zu springen. Das ist schon, finde ich, schon gut. Dass die nicht so eine hohe, also eine weitreichende Bubble haben um sich.
So, da springt der Scanner doch auch schon an. Wir verlangsamen mal. Ich werfe mal kurz einen Blick auf die Systemkarte. Wow. Sah gerade aus wie irgendeine abgefuckte Aliensprache. Da verbirgt sich irgendwo noch ein weiterer Stern. So, die haben wir schon. Der sieht cool aus. So, da die nächste. Ich mag das, wenn die so dicht an dicht liegen. Das ist sehr angenehm. Ist ja auch gleich schon geschafft hier. Ich bin unsicher, ob ich die ganzen Asteroidengürtel auch noch scannen will, aber eigentlich habe ich keine Lust dazu. Und ich meine, so hoch werden die den Wert des Systems auch nicht mehr treiben. Da kümmern wir uns doch lieber weiter um unseren Handelsprofit. So, das ein Planet ist da hinten noch. Was ist denn da vorbeigerauscht? Das klang nicht gesund. Ich will endlich wissen, was mit dieser Co-Piloten-Geschichte ist. Ich meine, die werden die Zweisitzer-Cockpits ja nicht aus Spaß entwerfen. Vielleicht muss ich da auch mal im Forum nachfragen, ob es da irgendwie schon was zu gibt, was das quasi soll. Aber ich bin auch echt am Überlegen, also das Spiel bietet ja theoretisch die Option, zwei Schiffe zu, oder halt mehr als ein Schiff zu besitzen. Aber aus meinen EVE-Erfahrungen, muss ich sagen, halte ich das für Unsinn. Mehr als ein Schiff zu haben, weil das eigentlich nur dazu führt. Naja. Weil es eigentlich nur dazu führt, dass man ständig irgendwie rumfliegt und seine Schiffe zusammensucht. Und das finde ich irgendwie ätzend. Ach so, das sind die Asteroidengürtel. Jetzt, wo wir dann bewohnt im Gebiet sind, überlege ich, ob ich offscreen auch mal ein bisschen Erz schürfen soll. So unter der Woche. Das irritiert mich immer, wenn die Musik aussetzt. Das wäre eine ganz gute Sache, um noch ein bisschen schneller vorwärts zu kommen. Und das ist halt, wie schon öfter angemerkt, einfach so öde, dass es sich nicht lohnt, das onscreen zu zeigen, wie ich da auf einen Stein schieße. Finde ich. Deshalb habe ich da auch nicht das große Verlangen, das zu demonstrieren, beziehungsweise zu let's playen, weil das außerdem noch den Nachteil hätte, dass ich wirklich die ganze Zeit irgendwas labern müsste und ich habe nicht unbedingt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel mir einfallen lassen könnte. Kann man hier keinen Fuel dran aufsammeln? Das ist ja frech. Nein. Keine Signalquelle. Gibt es in dem System hier sonst echt nichts? Ich bin ja jetzt immer vorsichtig. Oh, noch zwei weiße Kugeln. Aber die werden wir so auf keinen Fall finden, fürchte ich. Deshalb los und go ins nächste System.
4, 3, 2, 1, engage. Ich finde, die hätten irgendwie in einer Gegend. Oh Gott, warum sind die so ewig weit weg? Die hätten ruhig in irgendeiner Gegend ganz weit ab vom bevölkerten Gebiet irgendwie eine quasi Alien-Raumstation verstecken können. Das wäre cool. Ich bin gerade ernsthaft am Überlegen. Das ist ja jetzt Federation. Was ist denn hier das nächste Föderationssystem? Das Problem ist ja eher die Economy. Das ist, was war das hier nochmal? Industrial. Aber das würde hier auch gehen. Ich guck mal kurz hier rein. Naja, da ist nämlich wahrscheinlich die Station näher dran. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Bock habe, da jetzt hinten hinzufliegen. Das dauert ja Stunden. Und das Spiel wird uns gleich sogar sagen, wie viele Stunden. Ob wir da nicht lieber zum Nachbarsystem fliegen? Ich glaube, das tun wir. Ich bin etwas ungeduldig. Außerdem treibt mich der Gedanke an, ob wir vielleicht sogar noch ein neues Schiff in dieser Aufnahme käuflich erwerben können. Hicks. Soundwörter. Oder wie der Grammatiker sagen würde, Onomatopoesie. Nicht, dass das Wort irgendwie kompliziert wäre, um sowas Einfaches zu beschreiben. Apropos Onomatopoesie oder Soundwort. Das finde ich ja sehr geil, dass es seit einer Weile tatsächlich die alte Batman-Fernsehserie auf Blu-ray gibt. Da hat sich Warner Brothers jahrelang quasi nicht getraut, das rauszubringen, wobei ich gelesen habe, dass es da angeblich auch um Rechtsstreit und so ein Kram ging. Und jetzt habe ich die neulich im Laden gesehen. Wobei das ja schon heftig ist, was das Ding im Laden kostet. Also, ohne hier jetzt Anti-Werbung machen zu wollen. Na, ich sag einfach nicht den Namen dazu, aber... da im Laden kostete die 100 Euro. Und bei einem großen Internetversandhandelshaus nur 70. Und auch bei anderen Läden kostet sie nur 70. Also 69,99. Und 99,99. Aber finde ich schon heftig. Aber sowas Ähnliches hatte ich ja neulich auch bei einer anderen Serie. Da habe ich die im Laden in einem Supermarkt... / Kaufhaus auch noch gesehen für 20 Euro, was sie auch bei eben jenem Online-Versandhandel gekostet hätte, und in dem Laden war sie für 30, genau die gleiche. Da wollen wir hin. Tut mir leid, kleiner Unlock-Computer. Du bist mir einfach zu langsam. So. Show me the money. Aus welchem Film war das nochmal? Superconductor. Was? Verlust? Nein.
Da ist ein Tippfehler bei Hightech. Klasse. Okay, wir müssen das woanders verkaufen. Das ist ja jetzt nerk, ist ja ärgerlich. Aber wenigstens können wir hier noch ein bisschen Kopfgeld einsammeln. Piep, piep. Vielleicht gibt es ja hier einen schönen Shipyard. Also ein schönes Schiff im Shipyard. I am the Viper. Nee. Huch, das ist ja die falsche Richtung. Ach, die Cobra ist jetzt bei 380.000. Ich fürchte, die Lakons sind noch nicht unsere Preisklasse. Wir könnten allerdings mal schauen, ob wir nicht den Docking-Computer vielleicht rausschmeißen und dafür lieber gucken. Ah, okay. Ginge nur ein Vierer-Cargo-Hold. Frachtraum ist das Wort. Na, das weiß ich, dass das gerade in Benutzung ist, du Eumel. Ich will nur gucken, ob ich da ein größeres noch reinbauen kann. Nee. Schade. Boah, die sind ganz schön teuer. Naja, soweit der Plan. Kartendaten. Die sind wichtig. Okay, hat jetzt nicht mehr so viel gebracht, dann noch die Planeten zu scannen, aber... Naja, das berühmte Kleinvieh und so. Wir ändern übrigens mal wieder zu den ökonomischen Routen. So, jetzt müssen wir ein System finden. Ich glaube, ich suche mal besser nach Hightech. Mal gucken, ob wir es da loswerden. Ship released. Engines engaged. Danach wollen wir doch mal schauen. Das schaue ich jetzt gerade mal nach, während wir aus der Schwerkraftblase fliegen. Wie weit weg wir von... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, nicht so mega weit. Immerhin. Frameshift Drive charging. Schöner Planet. Bisschen wie Tatooine.